Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen in der wunderbaren Landschaft von Red Feather Falls oder wie auch immer man das jetzt richtig aussprechen mag. Ich war jetzt schon ein ganzes Weilchen unterwegs, habe jetzt eben hier mein Zelt aufgestellt. Passt richtig gut rein in die Umgebung, finde ich. Und hier ist ein richtig schönes Eck. Wunderbare Landschaft. Dieses Jagdrevier gehört eindeutig mit zu denen, die mir noch am besten gefallen. Wie gesagt, wunderbare Landschaften. Hier macht es Spaß, sogar einfach bloß mal eine Runde spazieren zu gehen. Auch wenn es meist nicht dabei bleiben wird. Ich bin ja nun gestartet. Schauen wir mal auf die Map. Hey, auf die Map. Komm raus. So. Ich bin gestartet, wie ihr seht, von hier. Hab dann direkt auch schon ein, zwei Minuten nach dem Start hier an der Küste den ersten Schwarzbären erlegt, der da ziemlich braun war. Da bin ich weitergezogen hier rüber. Hier dann einen Schwarzwedelhirsch. Eher ein kleineres Exemplar, genauso wie der Schwarzbär, aber auch eher ein kleineres Exemplar. Und dann war es geplant, hier das Zelt aufzubauen. Und ich möchte mich nun hier hochbegeben zu dem, was auch immer das ist. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Und werde dort eventuell ein Bärenköterfass aufstellen, wenn es denn weit genug weg ist. 438 Meter, 393, müssen wir schauen. Also wird knapp. Also Bärenköterfass mindestens 400 Meter entfernt von der nächsten Lodge oder dem nächsten Zelt. Und wir begeben uns nun langsam aber sicher auf den Weg dorthin Richtung Norden. Immer schön langsam und vorsichtig voranbewegen. Das habe ich jetzt schon gelernt. Hat mir auch schon zu so manchen Erfolg verholfen. Auch wenn es bloß ein persönlicher Erfolg war, kein offizieller, aber hey, die persönlichen Erfolge sind doch die, die am meisten zählen. Joa, was gibt zu sagen? Ich habe jetzt, wir haben jetzt im Moment Sonntag, übers Wochenende, Freitag, Samstag und auch heute Morgen war ich die ganze Zeit hier in diesem Jagdrevier unterwegs. Gestern Abend mit einer recht erfolgreichen Jagd. Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich denke, es waren 11 erlegte Tiere. Am meisten ein paar kleine Wapitis. Schwarzbären waren leider nicht dabei. Schwarzbären habe ich heute dafür zwei. Einen schwarzen und einen braunen oder vielleicht eher rot. Ich markiere mir jetzt mal die Stelle am besten auf der Karte, bevor ich da anfange vorbeizulaufen. So, da will ich hin, siehst du? Also müssen wir da runter. Ja, den ein oder anderen Elch, aber auch alles recht kleine Exemplare. Also schöne große waren nicht dabei. Das Größte, was jetzt die Tage dabei war, das war ein Wapiti mit knapp über 300 Punkten. 304 Punkte waren es, glaube ich. Für meine Verhältnisse schon ein recht großes Tier. Ranglistentier liegt bei knapp über 400 Punkten, also ist noch ziemlich Luft nach oben. So, jetzt steigen wir erstmal wieder herunter von dem Berg. Genießen dann gleich ein wenig die Aussicht auf diese wunderschönen verschneiten Gebirgsgipfel. Ich finde die Karte einfach faszinierend. Ich finde sie wunderschön. Muss man einfach mal genießen. Die anderen Karten haben natürlich auch alle für sich ihren eigenen Reiz. Ja, da haben wir ein Elchweibchen, das hat gerade mal gecallt. Aber die gute Dame lassen wir heute ausnahmsweise mal in Ruhe. Aber ich werde dennoch mal Ausschau nach unten halten. Vielleicht haben wir auch etwas Größeres oder so im Blickfeld. Ich nutze immer wieder gern diese kleinen Felsbrocken. Ja, okay. Was man halt so klein nennen kann. So, schauen wir mal da runter.
Ich habe immer mehr Gefallen daran gefunden, lieber Schüsse aus größerer Distanz zu tätigen, als das Wild so nah heranzulocken, dass ich es aus unmittelbarer Nähe treffe. Ich meine, aus größerer Distanz sind die Schüsse zwar relativ unsicher, aber irgendwie hat man da ein größeres Erfolgserlebnis, als wenn man es bis auf den letzten Meter heranlockt. Klar muss es auch erstmal geschafft werden, die Tiere so nah heranzubekommen, dass man denen schon richtig schön in die Augen schauen kann. Ach, jetzt schaut euch doch mal an hier. Was gibt es für ein Spiel, wo man solche Landschaften und solche Aussichten genießen kann? Mir fällt jetzt auf Anhieb keins ein. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch so den Landschaftssimulator oder sowas, keine Ahnung. Aber derzeit würde ich sagen, von der Natur her und alles ungeschlagen. Ungeschlagen. Einfach begeistert. Ich bin. Komischer Satzbau. Jo. Jetzt gucken wir natürlich wieder in die etwas schöneren Stellen für mich. So quer durch den Wald mag ich persönlich nicht so. Da lauert doch öfters mal die ein oder andere Überraschung in Sachen Wild. Gerade wenn da jetzt mal ein Elch oder sowas unterwegs ist, sieht man doch ziemlich spät. Aber wenn es denn solche Nadelwälder sind, dann geht das mal noch. Dann gibt es da weniger Büsche und so im Unterholz. Hat dennoch, sagen wir mal, ein Elch auf 50 Metern oder so schwer zu erkennen, wenn man nicht weiß, dass er dort ist. Da habe ich schon so einige Überraschungen erlebt. Mit einmal stand er direkt vor einem und dann erstmal fix reagieren oder so oder wie auch immer. Jetzt übers Wochenende zum Beispiel war mein Patenkind mal wieder be zu Besuch bei mir und hat ebenfalls hier The Hunter angetestet. Ha, und auch er konnte jetzt die Begeisterung für dieses super Spiel finden. Und er hat natürlich Dinge geschafft, die ich bis jetzt noch nicht geschafft habe. Er hat es geschafft, dass innerhalb von einer Jagdsession er dreimal von einem Wildschwein angegriffen wurde. Zweimal davon sogar erfolgreich. Einmal konnte er erfolgreich ausweichen. Dank meiner Hilfe. Einmal bloß reingeschrien, komm, beweg dich, beweg dich, beweg dich, dann rennt er vorbei. Und dann ist die Hektik ausgebrochen. Und ja, haben wir da vorne was oder ist das wieder eine optische Täuschung? Oh nee, da haben wir doch was Feines. Das ist doch schön, dass jetzt während der Aufnahme, dass wir da jetzt die Gelegenheit dazu haben. Ne, 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 Kollege, Kollege, Kollege. Jetzt mach mal keinen Blödsinn hier. Jetzt habe ich dich schon gerade im Blickfeld gehabt. Jetzt mach mal keinen Blödsinn hier. Große Bezirkung. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nicht bei diesen überempfindlichen Bären. Aber wo ist er denn jetzt hingetrottet? Ist da hinten jetzt noch was oder bin ich blöd? Ah ja, noch ein weißes Wedel, Schwarzwedel. Höre ich eine Wedeldame auf jeden Fall. So, und da haben wir den werten Kollegen wieder. Schauen wir mal, ob er jetzt, bevor er sich denn wegbewegt. So, da der. Tief einatmen, anvisieren. Jawohl. Besser kann es doch gar nicht sein. Was wollen wir denn mehr? Auf dem Weg zum Ziel hin, dann doch mal einen kleinen Schwarzperl erlegt. Wie lange spiele ich jetzt schon und habe nie einen Schwarzperl erlegt? Heute hatte ich meinen ersten oder sagen wir so, jetzt mittlerweile schon meinen dritten. Wow. Hey, was haben wir denn da? Ah, neue Spur. Wird das dieser Schwarzbär gewesen sein, den wir da jetzt erwischt haben? Ich hätte mir vielleicht auch mal markieren sollen, bevor ich jetzt wieder dran vorbeirenne.
haben wir denn da vorne für eine Holzhütte? Ist das dann schon die markierte Stelle? Dann müssen wir schauen, vielleicht kann man da vorne schon irgendwo das Bärenköderfass aufstellen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir zu unserem kleinen Meisterpetz kommen. War jetzt ein schöner Schuss. Und genau solche Schüsse sind es eigentlich, die ich mag. Nicht diese ganz einfachen, wo das hier praktisch schon vor einem steht und man ein komplett freies Schussfeld hat. Nö, bisschen komplizierter darf es ruhig sein. Aber ja, ich hätte mir jetzt die Stelle wahrscheinlich doch mal ein bisschen markieren sollen. Da ich mir jetzt durch mein Gequassel gar nicht so recht aufgepasst habe, wo er denn zum Erliegen gekommen ist. Aber meistens sieht man die erlegten Tiere doch dann aus größerer Entfernung und das wird er dann wohl sein. Und wenn das nicht ist, dann ist es zumindest eine Spur. Oder wir nehmen einfach den da drüben, der dort liegt. Aber wir nehmen die Spur trotzdem noch mit. Einfach um die Spurensuche noch ein bisschen zu verbessern. Gerade in Sachen Schwarzbär bin ich da ja noch nicht so fortgeschritten. Schwarzbär flüchtend? WTF? Wieso flüchtend? Ich habe den doch gar nicht flüchten sehen. Den habe ich aber schon ziemlich Glück gehabt, dass ich den dann trotzdem noch irgendwie erwischt habe. So, um dich kümmere ich mich jetzt gleich. Erst nehme ich noch deine Spur hier mit. So, Schwarzbär ziehend. Jetzt verstehe ich die Sache mit dem Flüchten aber nicht. Score wird berechnet. 17. Ja Mensch, das wird ja immer weniger. Lass mal dich unter dem Baum liegen. Ja komm, ein kleines schattiges Plätzchen. Bitteschön. Für die nachfolgenden Generationen. Okay. Jetzt schauen wir uns doch mal die Holzhütte an. Und was denn dieses Ausrufezeichen? Das habe ich jetzt allerdings auch noch nicht so erlebt, dass da jetzt irgendwo mitten in der Pampa halt eine Holzhütte steht. Ja, ich meine, bisher dachte ich immer, es besteht alles wirklich nur aus Natur. Aber nein, auch hier war schon mal Zivilisation. Und hat zumindest, ich weiß nicht, haben sie bloß angefangen zu bauen oder war es schon mal gebaut und es ist jetzt einfach nur verwahrlost. Ich würde mich auf jeden Fall auch wohlfühlen. Wäre ein schönes Plätzchen. So ein schönes Einsiedlerleben. Aber es sieht definitiv schon ein bisschen älter aus. Uiuiui. Hey Mädchen. Wapiti Mädchen. Warte mal, wo eins ist, könnten auch mehrere sein, oder? Jetzt könnte ich natürlich einen Bogen auf dich ansetzen. Nur so aus Spaß. Okay, lassen wir das. Oder vielleicht doch? Ja, halt doch jetzt mal. Okay. Das war jetzt weniger toll. Ein Pfeil auf ein solch großes Tier, verhältnismäßig. Ja, wenig toll. Okay, aber zu dir kommen wir gleich nochmal. Jetzt schaue ich mir die Hütte an und dann laufen wir die hinterher. Ach, werde ich wieder von meinem eigentlichen Ziel abgebracht. Und warum schieße ich auf Weibchen, wenn es denn auf Weibchen gar keinen Score gibt? Ganz einfach aufgrund der Errungenschaften. Ja, da gucke ich ein bisschen mit danach. Ganz einfach, um die Stückzahl der Wapitis zu erhöhen. Die Stückzahl der allgemeinen Abschüsse, was haben wir hier? Ein alter Auspuff von einem LKW? Ölfass? Ja, sieht eher nach Ölfass aus, ne? Ja, Schweinerei. So. Roosevelt war petizierend. Ja, noch. Und hier haben wir noch ein paar kleine Pilzchen. Yummy, yummy. Gib wieder mal Pilzsuppe. Ein Pfifferling, 65 Gramm. Der kleinste Pilz, den ich mal gefunden habe, der war 3 Gramm. Obwohl, Herz-Lungentreffer, gut, dann sollte die Dame nicht allzu weit gekommen sein. Dann war der Pfeil doch gar nicht so schlecht.